Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Dieter Hildebrand, einer der bedeutendsten deutschen Politkabarettisten, ist tot. Er wurde 86 Jahre alt. Seit den 50er Jahren stand er auf der Bühne, bis vor wenigen Monaten, als er von seiner Krebserkrankung erfuhr. In der vergangenen Nacht ist Dieter Hildebrand, der zeitlebens ein bissiger Begleiter des politischen Geschehens war, in einem Münchner Krankenhaus gestorben. Ich kenne ja diese berühmten drei Affen, nicht? Ich sehe nichts, ich höre nichts und darum sage ich nichts. Aber die Politiker sagen, ich sehe alles, ich höre alles, ich sage alles, bis auf die Tatsache, dass ich nichts weiß. 1927 wird Hildebrand in Schlesien geboren. Sein Studium finanziert er sich als Platzanweiser in einem Münchner Theater. Mitte der 50er Jahre gründet er mit einem Freund die Lach- und Schießgesellschaft. Wir testen Realitäten nach Qualitäten. Bekannt wird er ab den 70er Jahren durch Sendungen wie Notizen aus der Provinz und Scheibenwischer. Er unternimmt auch Ausflüge in die Schauspielerei. Was viele seiner Kollegen vor allem beeindruckt, dass ihn auch das Alter nie milde gestimmt hat. Wut, Zorn, Erregung, Empörung ist ein Synonym für Kabarett. Weil ohne Empörung Kabarett zu machen, ist langweilig. Da kann man Scherze machen. Ich bin klein, mein Herz ist rein, werde ich mal katholisch sein, sag ich an der Himmelstür, ich kann doch wirklich nichts dafür. Danke.